Okay. Ja. Also, wir machen Q&A. Genau. Und das ist jetzt unser dritter Anlauf. Warte, wir sollten Licht anmachen. Gute Idee. Erstmal sollte ich gucken, ob wir überhaupt drauf sind. Wie gesagt, das ist unser dritter Anlauf jetzt. Wuhu, wir sind professionell. Ja, und die anderen sahen ungefähr so aus. War schon lecker. Wollen wir nicht ein Video aufnehmen? Ja, war auch gerade sagen, haben wir es einfach vergessen. Naja, egal. Erstmal war gleich nicht. Wenn ich ein Video drehe? Stimmt. Fangen wir einfach an. Ja, stell du mal, ich mach meine als letztes. Okay. Also die Fragen sind jetzt teilweise auf Englisch, teilweise auf Deutsch. Ich werde sie einfach alle auf Deutsch, weil das ist einfacher. Ja. Es sind ja eh englische Untertitel, also wer es lieber auf Englisch haben möchte, guckt halt mit Untertitel. Genau. Wann werdet ihr das Convention-Video hochladen? Haben wir schon. Ja! Also nochmal. Ja. Das ist schon online, ihr braucht einfach nur auf unseren Kanal gehen und dann könnt ihr euch das angucken. Ja. Gut. Steine oder Kartoffeln? Steine. Auf jeden Fall Kartoffeln. Wow! Kartoffeln sind lecker, man kann sie essen. Unterschiedlich, sie können Energie überbringen, sie sind sehr vielseitig. Stimmt, ja. Aus Kartoffeln kann man Pommes machen. Ja, genau. Kartoffelbrei. Okay, Kartoffeln. Nee, Kartoffelbrei mag ich. Es gibt auch Kartoffelstärke. Was kann man dann eigentlich machen? Ja, warte, ich meine, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ha. Genau. Ja. Nächste Frage. Soll ich mal? Ja. Du hast nur eine. Ne? Ja, ich habe nur eine. Egal. Aber sie ist eigentlich relativ gut. Würdet ihr lieber in einem Fantasy-Anime oder in einem Slice-of-Life-Anime leben? Das ist schwer. Da hatte ich nicht genug Bedenkzeit. Weil ja, wir haben schon eben so gerade Wochen bekommen. Und die haben wir eben gerade bekommen, genau. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil Fantasy ist so... Fantasy ist halt, cool, ja. Ja, da kann man alles machen. Naja, fast. Ja, okay, aber... Wahrscheinlich gucken wir kaum in die Kamera. Ja, ich bin für Fantasy. Allein schon deswegen, weil man mehr Möglichkeiten hat. Vielleicht kommt ein Vampir vorbei. Oder so. Es ist toll. Ja. Mögen wir Schokolade? Oh ja. Nicht immer, aber so, ja. Ab und zu. Jeden Tag ist es nichts. Nee. Nee, überhaupt nicht. So vom Prinzip her, ja. Ja. Was ist eure Lieblingsschokolade? Weißt du, wir hatten so viel Zeit drüber nachzudenken. Ich würde sagen, die mit Oreo, weil ich mag Oreo und ich mag Schokolade und beides zusammen ist Oreo-Schokolade und schmeckt gut. Oder die mit ganzen Nüssen, weißt du? Oh ja, ich habe noch eine drin. Ja, ich mag eigentlich schon was für Essen. Ich mag fast jede Schokolade. Außer Zartbitter kann ich nicht immer ab. Weiß die kann ich so. Gar nicht ab. Nee. Ich musste mich da mal dran gewöhnen. Ah. Lange Geschichte. Storytime. Nein. Vielleicht okay. Ein andermal. Okay. Lieblingscosplay. Spontan, wenn ich nicht so lange Bedenkzeit gehabt hätte, hätte ich gesagt Orochimaru, einfach weil er mein Lieblingscharakter ist. Aber ich hasse dieses Make-up. Dieses Make-up ist schrecklich. Wirklich. Und... Ich rede weiter, ich muss noch überlegen. Ja, okay. Nee, ich hab's. Ich bin aber noch nicht fertig. Also ich glaube, jetzt ist es so Mitsuki, weil es ist warm und gemütlich. Weil es ist einfach... Der hat ja bis hierhin so Handschuhe und die sind warm und irgendwie... Ich mag Handschuhe, die so hoch sind. Ja, bei mir, ich muss mich entscheiden zwischen Rem/Ram, ich mache beide, bald, und Ferit. Weil Ferit ist warm, also das... Ja. Ich rede scheiße. Das ist jetzt für die Zeit ganz gut. Ja, beide sind eigentlich relativ bequem. Ja, das war's. Gut, keine Ahnung. Dann, was mögen wir nicht an Cosplayen? Schminken.
Schminken, genau, das ist nervig. Zum Beispiel, wenn man sich die falsche Foundation gekauft hat, das war eben mein Problem. Auf einmal sah ich aus wie eine Orange. Oder Donald Trump. Genau, beides das gleiche. Dann bin ich jetzt einfach überall mit Concealer drüber gegangen, damit es wenigstens einigermaßen natürlich aussieht. Ich hoffe, das tut es jetzt auch. Obwohl, ich finde es auch schwer, Unterwäsche zu finden. Um ehrlich zu sein, ganz ehrlich. Ja, wenn man so Röcke trägt oder so und man die dann sieht. Oder, also sehen oder könnte. Helle Hosen zum Beispiel. Oh. Das ist so schlimm. Ich erinnere noch an mein Sasuke-Cosplay. Oh ja. Am Anfang wusste ich das nicht und... Ja, ich probiere das immer vorher aus, seit ich Ashoramaru... Nee, das war echt nicht schön. Ja. Gut. Welches Cosplay wir als nächstes machen wollen? Ich habe viele. Ja, viele. Ich eigentlich auch, aber als allernächstes habe ich vor, Herbert von Krolok aus Tanz der Vampire zu machen. Keine Ahnung, ob das irgendwer von euch kennt, aber er ist halt so ein bisschen... Keine Ahnung, wer ihn kennt, wird wissen, dass er so schwul ist und sich auch wirklich so verhält. Und ich finde seinen Charakter einfach so toll und so lustig. Und keine Ahnung. Aber ich bin so ein bisschen am Struggeln, weil es gibt ihn ja in verschiedenen Versionen. Einmal mit grauen Haaren und einmal mit blonden. Ich habe dich berührt. Und keine Ahnung, ich weiß halt noch nicht, welche Version. Aber ich glaube, grau würde mir besser stehen. Ja, ja, sieht man ja, ne? Ja. Ich hatte halt noch nie eine blonde Perücke auf, deswegen weiß ich es nicht. Mir stehen will. Also meine nächsten sind Tsunade. Auf jeden Fall. Freu ich mich drauf. Ist er schon bestellt? Also, nee, eigentlich gar nicht. Im Warenkorb. Ich lüge. Ja, im Warenkorb. Und ein paar Sachen noch aus Ovarino Seraf. Ein paar Sachen, am besten alle. Starting in the Franxx. Kommt noch ganz viel. Mhm. Behält aber auch Zeit. Gut. Werwolf oder Vampir? Vampir. Beide. Nein, einfach Vampire, weil die werden ja meistens so gut aussehend dargestellt und Werwölfe sind so haarig. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Vampire sind toll, Werwölfe sind toll. Werwölfe kannst du streichen, Vampire auch. Warte mal, das macht ihr. Nein, gut. Nächste Frage. Anime oder Manga? Immer diese Entweder-Oder-Fragen. Anime. Ich bin faul. Ich bin echt faul. Ich meine, klar, ich lese gerne, aber gucken ist schöner. Ja, bei mir kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, weil manchmal ist das ja auch so verschieden von der Story her. Bei Boruto ist es halt so, den Manga mag ich überhaupt nicht. Ich kaufe ihn mir trotzdem einfach nur, weil ich muss von Naruto irgendwie alles haben, so mangamäßig. Ich habe wirklich, mein halbes Regal ist voll mit Naruto. Ja, und den Anime finde ich halt besser, auch noch nicht so hundertprozentig, weil irgendwie... Ich finde, die haben es so ein bisschen verfehlt, so was sie in Naruto geschafft haben, schaffen sie in Boruto nicht so wirklich. Ja. Es sind ja viele gestorben. Ja, aber insgesamt lese ich eigentlich mehr, also lieber den Manga, weil die habe ich schneller durch. Ich bin faul, was Gucken angeht. Also dann bin ich lieber schneller durch, als jetzt so ewig da vorm Fernseher zu sitzen. Oder Laptop. Oder Handy. Oder Handy oder was auch immer. iPod. Was ist eure bisher beste Convention gewesen? Ich würde sagen, unsere allererste Nikon, weil da war alles noch so neu und wir haben so viele Menschen kennengelernt. Wir haben ja auch aufgenommen, ne? Ja. Ja, genau. Und ich denke mal, man hat auch gesehen, dass wir da auch sehr viel Spaß hatten. Mm. Und mir war wirklich keine Minute langweilig. Ja. Weil sonst hat man es ja manchmal so, dass einem dann 5 Minuten oder vielleicht auch mal ein bisschen länger langweilig ist, weil man einfach nichts zu tun hat. Ich mache das nicht aus. Das ist nämlich um einiges schöner, haben wir herausgefunden, weil wir eben unsere bisherige Aufnahmen angeguckt haben. Also, genau. Ne? Ja. Ja, ich kann eigentlich nur zustimmen. LBM war auch toll, aber die beste Con war wirklich die Nikon. Hm. Das war so toll. Auf der LBM war es mir ein bisschen zu voll. Ich hasse es halt, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind und das ist ja auf diesen Buchmessen halt so. Ja. Deswegen bin ich auch noch am Überlegen, ob ich nächstes Jahr überhaupt wieder hingehe. Fahren. Dann können wir nämlich schon Auto fahren. Oder können wir da schon Auto fahren? Nächstes Jahr noch nicht. Du. Also, ja, aber... Okay, mit Begleiten. Nee. Im Egal. April erst, im April. Ach so. Ja. Ja. was ist euer Traum-Cosplay? So was Ähnliches hatten wir ja schon, aber wir können es trotzdem nochmal beantworten. Irgendwas richtig Aufwendiges. Weiß nicht, also ich habe ein bisschen Angst, weil so aufwendige Sachen sind ja
total teuer. Und wenn man sie selber macht, habe ich so ein bisschen Angst, dass ich verkacke. Deswegen irgendwann, wenn ich es mal ein bisschen besser kann und vielleicht auch nochmal einen Nähkurs oder so hatte, werde ich irgendwas richtig Aufwendiges machen. Aber ich habe da jetzt noch nichts Besonderes im Sinn oder irgendeine Rüstung oder so. Ja, das wäre auch cool. Ich will auf jeden Fall meine Rüstung haben, die ich mir selber mache. Ich habe ja Warbler da. Ich brauche nur noch Einzelteile, die ich dann verwendet. Also so zum Beispiel ein Heißluftföhn. Habe ich jetzt nicht hier. Und ich würde auch gern meinen Waldgeist machen. Einfach so irgendwas mit Fell. Wozu würdet ihr ein Gruppencosplay machen? Habe ich ja schon teilweise. Naruto. Immer wieder. Es ist einfach immer wieder lustig, weil man trifft sich teilweise auch einfach so und auf einmal ist man eine Riesengruppe bei so, Naruto. Ja. Genauso wie auf der Nikon. Genau. Das war so geil. Ja. Aber ich würde auch Ovarino Seraph machen. Ist auch super lustig. Eigentlich ist es aus allen Anime lustig. Wenn man so eine ganze Gruppe hat, ist es immer lustig. Egal welcher Anime, Manga, was auch immer es ist. Oh ja. Gruppen sind immer gut. Also, außer wie gesagt. Ne? Ja. Katzen oder Hunde? Die sind beide süß. Ich mag eigentlich alle Tiere außer Spinnen und Schlangen und andere Sachen. Oh Mann, warum keine Schlangen? Wo ich nicht weiß, ob sie giftig sind. Wenn ich weiß, sie sind nicht giftig, mag ich sie. Alles okay. Hund. Ja. Nee, das Ding ist halt, wir haben eigentlich mal geplant, so eine WG zu machen und dann ich so, hey, ich möchte Schlangen haben, und ich möchte eine Maus haben. Ob sie die vertragen, das ist auch eine Frage, ne? Ja. Nee, wie meine Maus wird dann wohl nichts. Doch. Wir legen so Zeiten ein, wer wann wen rausholt. Genau. Von den Tieren. Ja. Wir sind die kinderfreundlich. Wie findet ihr den Namen Lisa? Ja, das ist die Frage, die wir erklären müssen. Ja, möchtest du, soll ich? Mach du mal. Also, Niki. Erstens, wir finden den Namen echt toll. Ja, jetzt die Geschichte dazu. Also Niki, die Person, die uns jetzt diese Frage gestellt hat, war mal bei uns. Und dann haben wir, wie hieß das, Terror? Terror in Tokio. Genau, haben wir geguckt und da heißt die eine ja auch Lisa. Mhm. Gut, und meine große Schwester, die heißt Lisa. Hi. Hallo. Und genau, wir haben dann diesen Anime geguckt und dann kam meine kleine Stiefschwester rein und hatte eine neue Babyborn. Und ratet mal, wie diese Babyborn hieß. Genau, Lisa. Ja. Und das war halt irgendwie lustig, cool, was auch immer. Dann gehen noch Grüße raus von Niki an ihre Mutter, ihre Oma und Anna. Ich glaube, ich kenne dich, Anna. Du warst... Ich glaube, du warst... hier. Rem, ne? Auf der Nikon. Wow. Ja. Ja, ich kann die beiden immer nicht auseinanderhalten, weil sie sehen gleich aus. Ich keine Ahnung, habe den Anime auch nicht geguckt, nur den Manga gelesen. Manga ist ein bisschen farblos, deswegen kann ich die beiden immer nicht auseinanderhalten. Ja. Ja, das war's jetzt aber. Warte, einen Moment. Ja. Bisher war's das. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es das für heute war. Ja, also ich denke mal doch, für heute war es das. Ja, für heute auf jeden Fall. Wenn, dann nehmen wir die anderen Fragen in ein neues Video rein, falls es euch gefallen hat. Vielleicht kommen auch eure Fragen drin vor, wenn ihr welche habt. Genau, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja mal einen Daumen hoch. Ich fühle mich gerade wie so ein typischer YouTuber. Ja, dann lasst einfach mal einen Daumen hoch da. Wenn ihr wollt, Daumen hoch. Wenn nicht, dann nicht. Den Spruch gibt's schon, ich weiß. Ach echt? Ja, den gibt's. Und vielleicht könnt ihr auch Kommentare schreiben, weil da freuen wir uns eigentlich immer am meisten drüber. Wir lesen die auch wirklich durch. Ja. Ja, es sind halt nicht viele, also klar. Aber es ist schön, dass es euch gibt. Ja. Kitschig. Okay, jetzt aber. Ich muss mich wieder in. Tschüss.